Alle Eltern glauben, dass ihre Kinder etwas Besonderes sind und sie einzigartige Talente oder gutes Aussehen mit in die Wiege gelegt bekommen haben. Doch auch wenn jedes Kind tatsächlich einzigartig ist, haben nur die wenigsten Kinder besondere Fähigkeiten oder Talente, die sie von ihren Altersgenossen unterscheiden. Und genau diese Kinder zeigen wir euch heute. Es erwarten euch einzigartige Kinder, die mit ihrem ungewöhnlichen Style alle Blicke auf sich ziehen, eifrige Minderjährige, Geschäftsführer, aber auch junge Menschen, die trotz schwerer Krankheiten einen unglaublichen Lebenswillen zeigen. Beginnen wir unser Video direkt mit einem Mädchen, das die Bezeichnung Wunderkind absolut verdient hat. Zumindest, wenn es nach einigen hochrangigen Kunstkritikern geht. Denn die 13-jährige Alita Andre aus Australien mischt schon seit Jahren die internationale Kunstszene auf und wird mit Künstlern wie Jackson Pollock oder sogar Pablo Picasso verglichen. Alitas Bilder sind sehr abstrakt und beruhen auf einem Zufallsprinzip. In der Regel benutzt sie noch nicht einmal Pinsel oder Spachtel, um die Farben auf die Leinwand aufzutragen. Stattdessen gießt sie die Farben direkt auf das Bild und sie gibt selbst zu, dass sie am Anfang keine Idee hatte, was später aus dem Bild werden soll. Alita ist aber nicht erst seit gestern ein gefeierter Kunststar. Bereits im zarten Alter von 22 Monaten wurden ihre Gemälde zum ersten Mal in einer Galerie in Melbourne ausgestellt und schon mit 4 Jahren verkaufte sie Bilder im Gesamtwert von 200.000 Euro. Mittlerweile geben Kunstsammler sogar bis zu 50.000 Euro pro Bild aus und Alitas Gemälde werden in Galerien auf der ganzen Welt ausgestellt. Das macht ihre Eltern nicht nur sehr stolz, sie profitieren auch von dem Vermögen ihrer Tochter und vermarkten ihr Talent sehr geschickt. So hat die 13-Jährige mittlerweile einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem ihre Eltern regelmäßig neue Videos vom Schaffensprozess ihrer Tochter hochladen. Weiter geht's mit Virsavya Borun, einem medizinischen Wunder. Wenn ihr Herz schlägt, können es nämlich alle sehen, denn es ist nur mit einer sehr dünnen Haut bedeckt und schlägt außerhalb ihres Körpers. Die 10-Jährige leidet an dem sogenannten Kandrel-Syndrom, was für viele unterschiedliche Fehlbildung verantwortlich sein kann. Bei Virsavya ist das Syndrom dafür verantwortlich, dass das Herz außerhalb ihres Brustkorbes schlägt. Zusätzlich fehlen ihr auch Teile ihres Brustknochens sowie Teile des Bauchmuskels. Das kleine Mädchen kam ursprünglich in Russland zur Welt und die Ärzte gaben ihr damals nur geringe Überlebenschancen. Doch Virsavya kämpfte und zeigte unglaublichen Lebenswillen. Heute lebt sie mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in Florida. Und sie hat gelernt, mit ihrer Beeinträchtigung zu leben. Sie will sich von ihrem Handicap nicht einschränken lassen, tobt mit Freunden, rennt um die Wette und liebt es zu tanzen. Eines Tages will sie sogar Popstar werden, auch wenn jede körperliche Anstrengung oder sogar ein Sturz lebensgefährlich für die Schülerin sind. Ihre einzige Hoffnung ist eine komplizierte OP, bei der Virsavyas Herz in den Brustkorb gesetzt werden soll. Doch die OP ist nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr gefährlich. Trotzdem wird die 10-Jährige eines Tages diesen Schritt gehen müssen, doch Mutter und Tochter sind sich sicher, dass Virsavya auch diesen Weg meistern wird. Ophelia Morgendieu ist auf den ersten Blick ein völlig normales kleines Mädchen, das am liebsten im Park spielt oder sich verkleidet. Aber anders als andere Kinder in ihrem Alter konnte Ophelia schon mit 3 Jahren aus Büchern vorlesen oder komplexe Matheaufgaben lösen. Das kleine Mädchen aus England kann man nämlich als echtes Genie bezeichnen, denn sie hat einen IQ von 171. Damit ist Ophelia offiziell klüger als Albert Einstein oder Stephen Hawking, die beide nur einen IQ von 160 hatten. Die intellektuelle Fähigkeit der kleinen Ophelia ist so groß wie die von Kindern, die doppelt so alt sind wie sie. Und die heute 5-Jährige zählt bereits zu den schlauesten Menschen der Welt. Kein Wunder, dass sie mittlerweile auch Mitglied bei Mensa ist, dem weltbekannten Netzwerk für hochbegabte Menschen. Dass ihre Tochter irgendwie anders ist als andere Babys, haben die Eltern schon früh bemerkt. Denn Ophelia fing bereits mit 8 Monaten an zu sprechen. Kurze Zeit später lernte sie Zahlen, Farben und das Alphabet. Außerdem hat sie ein außergewöhnliches Gedächtnis und kann sich sogar an Dinge erinnern, die vor ihrem ersten Geburtstag passierten.
passiert sind, während andere Menschen sich meistens erst an Dinge erinnern können, die nach dem Alter von 3 Jahren geschehen sind. Trotz all dieser Dinge wollen die Eltern sie nicht zu sehr unter Druck setzen oder sie emotional überfordern. Sie hoffen einfach, dass das kleine Mädchen eine normale Kindheit hat und glücklich ist. Machen wir weiter mit Lydian Najafaram. Der 15-jährige Schüler aus Indien erlangte im Jahr 2019 internationale Berühmtheit, als er mit seinem Klavierspiel die Talentshow World's Best gewann und $1 Million Preisgeld erhielt. Doch Lydian ist nicht nur ein Virtuose an einem Piano, stattdessen kann er 2 Konzertflügel gleichzeitig spielen und das auf eine Art und Weise, die sprachlos macht. Dabei hatte der Sohn eines Musikdirektors ursprünglich mal ganz andere musikalische Pläne. Er wollte Schlagzeug spielen und war bereits im Alter von 3 Jahren so gut darin, dass er von einem der besten Schlagzeugspieler des Landes ausgebildet wurde. Im Alter von 8 Jahren entdeckte er dann das Klavierspielen für sich und konnte schon bald die Musikstücke seiner Schwester rein nach dem Gehör nachspielen. Die richtigen Noten kannte er bis dahin noch gar nicht. Lydian bekam schließlich professionellen Unterricht und bestand einige Zeit später die Aufnahmeprüfung am berühmten Trinity College in London. In einem Interview mit Ellen DeGeneres erklärte Lydian, dass er täglich bis zu 7 Stunden übt. Das zeigt, dass er nicht nur ein echtes Wunderkind ist, sondern vor allem extrem zielstrebig. Weiter geht's mit Nummer 4. Dass Eltern ihren Kindern gewisse optische Merkmale vererben, ist eigentlich normal. Es ist sogar möglich, dass Kinder schon mit den grauen Haaren ihrer Großeltern zur Welt kommen. Ihr glaubt uns nicht? Dann schaut euch mal die kleine Millie Ann Worthy an. Das kleine Mädchen aus South Carolina wurde mit einem schneeweißen Pony geboren. Doch statt sich über das Aussehen ihrer Tochter zu wundern, freute sich Mutter Brianna über alle Maßen, als sie ihre Tochter zum ersten Mal sah. Und nicht nur das, auch Oma Jennifer und Uroma Janone kamen bereits mit einem weißen Pony zur Welt. Der Grund für diese außergewöhnliche Frisur ist eine harmlose Pigmentstörung namens Polyosis, bei dem es zu einem Pigmentmangel der Haare kommt. Brianna hofft, dass ihre Tochter ihr einzigartiges Aussehen zu schätzen lernt. Sie selbst sei in der Schule ab und zu gehänselt worden, doch mittlerweile liebt sie ihr weißes Haar und ihren einzigartigen Signature-Look. Kommen wir nun zu einem Jungen, der mit seinen 14 Jahren bereits eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Die Rede ist von Jack Bonneau aus Colorado in den USA. Mit gerade einmal 8 Jahren eröffnete der Schüler seinen ersten eigenen Limonadenstand, weil er sich von dem Geld ein Spielzeug kaufen wollte. Das Geschäft lief allerdings so gut, dass er nach 12 Wochen Arbeit bereits $900 verdient hatte. Viel mehr, als er ursprünglich geplant hatte. Er war von dem Erfolg so begeistert, dass er seine Erfahrungen mit anderen Kindern teilen wollte. Außerdem wollte er ihnen helfen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Er expandierte schließlich seine Stände und vermietete sie an andere Kinder, um dort selbst hergestellte Waren zu verkaufen. Innerhalb kürzester Zeit erzielte er so einen Umsatz von $100.000. Er wollte allerdings noch mehr und suchte 2016, als er erst 10 Jahre alt war, gemeinsam mit seinem Vater finanzstarke Investoren in der TV-Show Shark Tank. Tatsächlich stieg ein bekannter Milliardär in sein Unternehmen ein und Jacks Erfolg war nicht mehr aufzuhalten. Mittlerweile hat der 14-Jährige seinen eigenen Podcast, tritt als Motivationsredner auf und hat im letzten Jahr ein zweites Unternehmen gegründet. Und dabei hat er noch nicht einmal die Highschool beendet. Weiter geht's mit den Schwestern Lara und Marabawa aus dem brasilianischen Sao Paulo. Die beiden sind in jeder Hinsicht einzigartig. Sie sind eineiige Zwillinge und haben einen Gendefekt, der sie aus der Menge herausstechen lässt. Albinismus. Dieser seltene Gendefekt führt zu einer Störung der Melaninproduktion, also den Pigmenten, die für die Färbung von Haut, Haaren und Augen verantwortlich sind. Weltweit tritt diese Störung bei einem von 20.000 Menschen auf und bei Zwillingen ist es sogar noch deutlich seltener. Doch wie außergewöhnlich die
die beiden Mädchen aussehen, wird vor allem dann deutlich, wenn sich ihre große Schwester Sheila zu ihnen stellt. Denn Sheila hat wie der Rest der Familie auch eine schwarze Hautfarbe. Mit ihrem Aussehen haben die außergewöhnlichen Geschwister auch die Aufmerksamkeit eines Schweizer Fotografen auf sich gezogen, der ihnen eine ganz besondere Fotoreihe widmete. Die Fotos der drei Schwestern gingen um die Welt und mittlerweile sind Lara, Mara und Sheila gefragte Fotomodels. Trotzdem hat ihr Albinismus natürlich auch viele Nachteile. Die beiden Mädchen können beispielsweise nur sehr schlecht sehen und viele Menschen begegnen ihnen mit Ablehnung. Trotzdem sind die mittlerweile 14-jährigen Zwillinge stolz auf ihr Aussehen und wollen andere Menschen ermutigen, zu ihrem Aussehen zu stehen und ihre Einzigartigkeit zu feiern. Kommen wir nun zu einem weiteren eineiigen Zwillingspaar, das die Blicke vieler Passanten auf sich zieht. Ja, ihr habt richtig gehört, Sienna und Sierra Bornell sind eineiige Zwillinge, auch wenn Sienna eher so aussieht, als sei sie die jüngere Schwester. Der Grund ist eine spezielle Form des Kleinwuchses, weswegen sie deutlich kleiner ist als ihre Schwester. Obwohl Kleinwuchs immer wieder vorkommen kann, sind die Bernal-Schwestern wohl der einzige bekannte Fall von weiblichen eineigen Zwillingen, bei denen nur eine Schwester an dieser speziellen Wachstumsstörung leidet. Mutter Chrissy erzählt in einem Interview, dass Sienna bei der Geburt nur eine 10%ige Überlebenschance hatte, doch das Mädchen hatte einen unglaublichen Lebenswillen und führt heute fast ein normales Leben. Mittlerweile ist sie sogar 20 Jahre alt geworden und steht ihrer Schwester in nichts nach. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welches Kind euch denn am meisten beeindruckt hat. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!